Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Und Claudio ist auch wieder am Start. Natürlich bin ich wieder am Start. Und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. In dieser schicken Halle, wo wir das Ritual unterbrochen haben. Ja. In der Kanalisation des Grauens waren wir Gott sei Dank schon und... Ja, Ashley wurde gekidnappt, schon wieder. Jetzt geht es hier links Jetzt geht es lang. hier weiter. Okay. Ja, viel Spaß, Daniel. Ich muss Du musst nach oben, glaube oben, ich. ja. Ja, ich muss nach oben. Und ich habe schon wieder die ganze Steuerung vergessen, aber mal schauen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ja, das ist halt etwas gewöhnungsbedürftig, die Steuerung, aber naja. Pedro! Pedro! Weil bei dem waren wir beim letzten Mal eigentlich schon. Ich denke schon, dass ihr da waren. Da komme ich nicht hin. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür. Ja, genau. Pass. Ja, ich weiß aber nicht mehr, wie man schießt, aber ich habe auch keinen Bock, eine Kugel zu verschwenden. Warte mal, ich nehme mal gerade die Pistole. Ja. Oh, stimmt, du hast den Minenwerfer. Oh, den Ah, kannst du okay. auch ausrüsten. Der Minenwerfer, der ist toll. Ja, aber der kostet Aber wahrscheinlich... den, ja, der, nee, die, das Blöde ist nur, die Minen sind in dem Spiel, die findest du zwar oft, beziehungsweise relativ oft, aber beziehungsweise eher relativ wenig. War eigentlich so wie jede andere Munition. Den kannst du eigentlich Okay. gut verwenden, wenn auf einmal eine ganze Gruppe Zombies auf dich zukommt. Und dann kannst du eine Mine auf einen Zombie machen, der vernichtet halt alle um dich herum, was ziemlich nice ist. Ich höre hier was. Mir ist so ein komisches Gemurmel. Ah, wieder einer von den Knasti-Brüdern. Knasti-Brüder. Ja, von den. Da sollte ein Zettel auf. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich guck mir erstmal hier. Schönes Porzellan. Das schöne Porzellan. Kann er auch durch die Tür kommen? Nee. Okay. Kein Zombie sollte durch die Tür kommen können. Okay. Dann lesen wir doch mal diesen Brief. Notiz des Kastellans. Mitglieder der Familie Salazar sind seit vielen Jahren Kastellane in dieser Burg. Meine Vorfahren haben jedoch eine dunkle Vergangenheit. Vor langer Zeit gab es eine religiöse Gruppe namens Los Illuminados, die ihre Wurzeln in dieser Gegend hatte. Der erste Kastellan beraubte sie ihrer Rechte und ihrer Macht. Als Anfänger der Religion und als achter Kastellan fühlte ich mich verpflichtet, für diese Sünde zu büßen. Die beste Buße war, denen die Macht wiederzugeben, denen wir sie einst entrissen haben, den Los Illuminados. Es dauerte eine Weile, aber es gelang uns, die einst versiegelten Las Plagas zu verjüngen. Durch diesen Erfolg war ich der Auferweckung der Los Illuminados einen Schritt näher. Ich ließ die Las Plagas aus den Tiefen unter dieser Burg los und gab sie Lord Saddler, um für die Sünden meiner Ahnen zu büßen, aber auch weil ich wusste, dass der Lord die Macht besser nutzen und die Welt retten würde. Alle Sünder durch die Macht der Las Plagas retten und ihre Seelen läutern, auf dass die Welt ohne Sünder sei. So, wie es sein soll, die Geläuterten sollen Ganados werden und so den Sinn des Lebens erfahren. Und wenn der Lord die von ihm erträumte Welt erschaffen hat, sind die Sünden meiner Familie gesühnt. Salazar, du hast Probleme. Was heißt Salazar ist derjenige, der überhaupt für den Scheiß hier verantwortlich ist? Ja. Unser lieber Sarazar, warum machst du das? Wieso machst du keine Let's Plays mehr? Ja, wieso Let's Plays du nicht mehr Minecraft? Das ist übrigens Muni für dich auf dem Stuhl gewesen. Wo? Da. Oh, verdammt, ich hab sie nicht gesehen. Okay. Deswegen hast du ja mich, falls du irgendwas übersiehst. Mit vergessen, zweimal... Oh, das ist das. Ah, shit. Der Raum ist größer, als ich gedacht habe jetzt. Ja, die Räume sind relativ groß. Ich würde dir raten, die... die kommen nicht auf dich zu übrigens, du musst da reingehen. Okay. Soweit ich weiß. Aber ich würde dir raten, die Schrotflinte auszurüsten. Die, die haben also geschossen, kurz, hab du ich darfst kurz mal alleine sein. Ja, das ist gut, ja. Gerade jetzt, wo ich Claudius Rad brauche, ist er mal wieder weg, weil irgendwie haben die Gegner Schusswaffen. Das ist jetzt nichts, was mich beruhigt oder so. Also eigentlich ganz im Gegenteil, es beruhigt mich überhaupt gar nicht. Ich werde aber auch einfach hier stehen bleiben, bis Claudio wieder da ist. Ich meine, das ist eh viel, viel sicherer und wenn Claudio recht hat, dann kommen die auch nicht hier durch die Türen. Also ist alles gut. Ist alles gut. Wieso soll ich mir irgendwelche Gedanken darüber machen? Ich bitte euch. Ist doch alles Schwachsinn hier.
Gut. Okay, vielleicht sollte ich doch mal... Claudio ist schon sehr lange weg. Okay. Wow, 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 wow. Wie soll denn das bitte gehen? Das kann ich doch nicht mit der Schrotflinte machen, Claudio. Was bringt es, hinter dem Ding in Deckung zu gehen? Willst du mich verarschen? Au! Ja, okay. Hab ich mich auch gewundert. Ja, einmal hier so drauf, schön. Ja, oh, schöner Schuss. Da, gut. Immer auf den Kopf ziehen. Ja, versuch das mal. Ich würde ja eigentlich auch raten, für die weit entfernten eher die Sniper zu benutzen. Ja, weil aber so normale Pistole, die macht halt wenig Schaden, wenn sie ganz weit weg ist. Das Problem ist... Sag dir das immer wieder. Das Problem ist... Ja. Ich hab nicht so unbedingt... Ich würde ja auch raten, nur einmal mal reinzugehen und ein bisschen rumzulaufen. Weil die sind ja nur oben eigentlich. Ja, Mann, okay. Ey. Voll der Camper bist du. Was soll denn das? Ich bin halt... ja gar keine Chance. Ich bin sehr... ängstlich. Okay, jetzt. Ja, der ist tot, der ist tot. Okay, okay. Ja, in Vasen ist immer Zeugs drin, was gut ist. Okay, hier unten ist keiner. Oh, doch, da. Gott. Ach, das ist nur der da. Nur der da. Ja, ein einziger ist ja kein Problem. Please, sofort. Aber weiter, gut. Am besten, du weißt, wenn du ihn einmal so anschießt, dass... Oh, aufpassen, da kommt er. Die kommen jetzt eigentlich auch zu dir rein, glaube ich zumindest. Ja. Oh Gott, das ist ein Riesenvieh. Das war schön, Daniel. Ja, das war ganz toll. Ich bin begeistert von mir selbst. Warten. Es ist schön, dass die manchmal zu doof sind und... Okay, der ist auch weg. Der hat seine Waffe fallen lassen. Sobald er die Waffe fallen gelassen hat, ist er tot. Ich brauch echt Kick es am besten auf. Immer am besten aufkicken. Ich brauche echt Schrotflintenmunition, ja. Ja, die kannst du ja in den Vasen da finden. Mach erstmal die Waffe nach. Na, guck, da ist schon was. Ganz viel Zeugs. Oh, und da sind die Dinger. Oh, Minengeschosse, yay, die kannst du auch verwenden. Du kannst die mit dem Messer aufmachen, nicht? Ach so, ja, stimmt. Ja, die ja. Messerchen. Das ist lange her, dann. Okay, da ist eine Brandkanne. Ja, toll, Brandkanne. Ah, kein Platz mehr. Okay, dann würde ich dir raten, du hast so viel Grünzeug, frissen Grünzeug. Oder tausch dir mit einer Blendgranate aus, du hast so viel Blendgranaten. Ich muss trotzdem mal ein Grünzeug fressen. Okay, dann tu's. Weil ich habe ja Leben verloren gerade eben, weil die mich mit der Armbrust getroffen haben. Nein, nicht ausrüsten. Wie kann ich das denn noch, Mann? Du solltest sie irgendwie hochheben können. Ja, so. So. Und da so viel Sniper-Muni, du solltest auch mal die Sniper-Muni verwenden. Ja. Ach, Gott sei Dank. Yay. Was denn jetzt wieder? Oh, ja, du Arschen. Platz schaffen. Also, entweder du verwendest eine Granate und viel Beispiel so hoch. Ja, toll. Ganz toll. Funktioniert. Sehr gut gemacht. Ja, ganz, ganz toll. Ich würde auch raten, wieder eine Waffe auszurüsten. Oh, und seinen Lass mich doch in Ruhe, ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel, scheiße. Okay. Hast du dein Zeugs ausgerüstet? Du hast die in das Fernrohr nicht ausgerüstet, fällt mir gerade auf, aber ist egal. Machen wir später. Ja, da durch die Tür da. Die da links von dir ist. Ja, warte, ich will ja noch gar nicht. Ich will erstmal die Typen da oben killen. Ja, die kannst du erst killen, wenn du nach oben gehst. Und krieg ich hier nicht mit der Sniper-Laber. Doch kein Scheiß. Nee, der rote, der hat so einen schönen Ziegenkopf auf. Den kannst du nicht einfach so töten. Aber der schwarze da hinten auf jeden Fall. Aber mit einer Sniper, Daniel, mit einer Sniper. Ja, ja, schon. Was okay. Aber, genau, das Ding da hatte ich nicht aus. Nee. Oh, doch, hast du ausgerüstet. Ich hätte mich auch gewundert, wenn ich irgendwas nicht ausgerüstet hätte. Ja, okay, dann so viel. Der da hat siehst du, oh, der hat eine Zeugs auf, okay. Dann schießt ihn in die Schulter oder irgendwo in die Kehle rein. Wird schon funktionieren. Oh, jetzt kommt sie zu dir. Jetzt mag er dich nicht mehr.
Wo kommen die denn jetzt? Kommen die jetzt da durch die Tür? Weiß ich nicht, ja, kann sein. Andere Tür. Kann sein, dass er durch die Tür kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass schon, du kannst, Weg ich denke auch, dass du das eine Explosionsfass da verwenden kannst. Oder sonst. Nee, da rechts gibt's noch eine Tür. Oh, wo ist die denn? Ach nee, die ist da oben, hä? Ja, die ist da oben. Du musst einfach nur weitergehen. Ja, schon klar, aber die Typen ja, kommen jetzt auf mich so zu. Eine, du musst dir vorstellen, das ist so eine Art Treppenhaus. Wenn du da jetzt durch die eine Tür gehst, dann geht's durch die Treppen so hoch. Der ist übrigens da reingekommen. Oder doch nicht. Ich hab's gerade das Bild verwechselt. Ich werde hier nur... dieses Spiel macht mich sowas zum Paranoid. Ich kann sowas nicht, ey. Ich kann sowas aber... Mann, wo seid ihr denn? Ja, der eine ist auf jeden Fall schon mal unterwegs, glaube ich. Ja, ich höre ihn ja mit seinem... Also, du musst dich auch mal trauen. Scheiße, nein, ich trau mich nicht. Und da wäre ein Sprengfass gewesen. Scheiße, habe ich nicht gesehen. Ist egal. Man übersieht vieles, ist doch egal. Ich kann ihm raten, also dein Ziel ist es auf jeden Fall, den Schlüssel zu finden. Ja, der Typ hat den ja, weiß ich. Ja, der Typ. Und also dem ist das nicht schwer, aber... Also auf geht's, hinein, auftreten. Okay, dann mach's halt so. Wenn das auftritt, dann funktioniert's auch. Du kannst auch reinrennen, die rennen die nicht hinterher. Die laufen die hinterher. So langsam. Ich werde kein Speedrun. Ah, so, rein mit dir. Ach. Okay, ja, so eine Art Treppenhaus. Da kannst du dir übrigens auch raus. Zeugs. Hier ist fast. Den Dammit, Mann! Es hört auf mit diesem. Nein, das ist wieder ein anderer, ne? Ja, kann sein. Dieser war auch hier. Und nochmal. Der Arme, ey. Was soll das, Daniel? Okay, er ist tot, er ist tot. Wenn er so rumstrampelt, ist er tot. Aha, Zeugs. Suck my dick, you asshole. Where are you? Gar nicht. Der ist oben wahrscheinlich und wartet auf dich. Nee. Ihr seht da. I want him to suck my dick. Where is he? Da, da. Einfach jetzt Tür aufdrehen, jetzt bist du oben. Ja. Ich würde dir raten, die Sniper auszurüsten. Wirklich. Weil gleich kommt eine Stelle, an die ich mich nur zu gut erinnern kann. Und die ist richtig nervig, wenn du die nicht packst. Ja, weil ich ja alles normal machen muss. Nee, nee, musst du nicht. Ich meine, hier guck dir, wird extra sogar Sniper-Muni in den Arsch geschoben. Okay, ich muss jetzt mal eine von den scheiß Blendgranaten benutzen. Okay, dann mach's einfach. Schmeiß einfach nach da. Ja, da solltest du. Ein bisschen höher. So, das sollte. Ja, der ist geblendet, okay. Ja, wow, toll. mehr passiert auch nicht. Nö. Oh hey, er ist geblendet. Ja, schön. Aber nicht für lange. Nee, ich weiß. Es bringt eigentlich so gut wie gar nichts, aber ist egal. Doch, bei den Kränen funktioniert viel. Mit den schönen Blendgranaten. Na guck, oh Mann, wie lang der strampelt, hätte ich nicht gedacht. Alter, der ist voll geschockt. Ja, voll die Depression jetzt. Ja, voll die Depression. Oh ne, ja, jetzt kommt zu er. Dir. Ja, aber er kommt auf dem Weg zu dir angerannt. Ja. Okay. Siehst du da wo die Köpfe durch gucken, die Tür ist geschlossen, die können da nicht durchgehen. Ach so, deswegen. Die können da nicht durchgehen, du musst die Tür aufmachen. Ja, das ist toll. Beziehungsweise die Tür kannst du erst aufmachen, indem... Ich bin mir nicht sicher. Ach, guck einfach mal, du musst auf jeden Fall hingehen. Du hättest mir auch direkt sagen können, dass die Tür umgeschlossen ist. Ja, ich da ich, unten nicht. Ich glaube, so ich kann mir noch alles merken davon. Ist auch ewig her, dass ich das gespielt habe. Okay. Weißt du, Story? Ich hab dir gesagt, du sollst... Was machst du da? Achso. Glaubst du, das funktioniert? Okay. Das muss... Oder ich lock die Typen da runter. Ja, du musst die auch. Dann benutze ich das Springen, wobei. Achso, ich kann gar nicht durch die Tür. Ja, ich kann gar nicht. Pass auf, die versuchen. Ich glaube, die können durch die Tür schwingen. Ich bin mir aber nicht sicher. Einfach runterhüpfen.
Aber ja, einfach runter. Wie gesagt, du brauchst die Sniper. Du brauchst die Sniper, um den einen Typen zu töten. Du musst auf den schießen. Weil der wird gleich rauskommen. Der wird gleich rausrennen. Wenn du, sobald du hinuntersteigst. Ja, guck, sag ich doch. Der rennt jetzt da durch und den musst du unbedingt töten. Solange er da rennt. Den musst du töten. Ansonsten wird's nervig. Schieß auf ihn sofort. Gut. Nochmal. Okay. Gut, okay, das ist wieder. Oh, da kommen welche. Ja, das hab ich gesehen. Na, werfen. Ah! Ihr Hurensöhne! Okay, du hast die Blende. Du kannst sie übrigens treten. Das ist auch ganz okay. Dreht sie erstmal. Oh yeah. Jetzt auf sie schießen. Gut, der eine ist tot. Der andere steht auf. Der ist auch tot. Okay. Du hast es geschafft, Daniel. Also scheiße. Jetzt um durch die Tür zu kommen, brauchst du halt den Schlüssel, den der Typi da vorne ab. Nein. Ich kann dir auch sagen, was passiert wäre, wenn du ihn nicht getötet hättest. Wahrscheinlich wäre er irgendwo hingerannt und dann wären da noch viel mehr Gegner gewesen. Nein, nicht viel mehr Nicht viel mehr Gegner, der wäre nach unten gerannt, da wo dieses kleine Podest ist. Ja. Und hätte dort seinem Maschinengewehr aufgestanden, hätte es dann betätigt, um dich abzuknallen. Hier und, ja, da. Der hätte ein Maschinengewehr geholt. Ach du Scheiße, okay. Hättest du ihn von da aus töten müssen und das ist richtig nervig. Ja, ich Schlüssel. Hast du schön gemacht, Daniel. Dieses Spiel ist ehrlich zu viel für mich. So, ja, auf durch die Tür. Sie sind verschlossen. Verschlossen. Benutze den Schlüssel. Den Schlüssel verwenden. Galerieschlüssel verwendet. Yay. Auf in die Galerie. Was ist das denn für ein Bild da hinten? Ah, das ist ein kleines Rätsel. Aber was ist das denn für ein Bild? Ich hab auch keine Ahnung. Da oben ist übrigens ein Funkelauge. Kannst du drauf schießen, da kommt was runter. Hinter dir, bei dem Hirsch. Oder was auch immer. Ja, ist ein Hirsch. Funk. Yay. Yay, Zeugs. Ein Seidencrystal. Crystal der Seide. Okay. Rätsel sind eigentlich mal was ganz Beruhigendes, eigentlich mal was Schönes. Ja. Mal was Schönes. Das ist auch nicht so schwer, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es geht. Gucken wir mal. So, betätigen. Willst du verlesen, dass ich... 6 geopferte Leben bringen neues Licht. Oh, okay. Ja, okay, du musst die Bilder so rumdrehen, dass am Ende nur noch 6 Menschen da auf den 4 Bildern da sind. Also insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nein. Oh.